Seit ihrer Ablieferung im Jahre 1970 waren die Serienlokomotiven der Baureihe 103 die Paradepferde der Deutschen Bundesbahn und damit 20 Jahre lang die Nummer 1 auf westdeutschen Schienen, ehe der ICE mit noch höheren Geschwindigkeiten, der 103, den Rang ablief. Mit ihrem charakteristischen Aussehen und ihrer Leistungsfähigkeit wurden die sechsachsigen Schnellfahrlokomotiven schon bald sehr beliebt bei Eisenbahnern und Eisenbahnfreunden. Unter dem gefälligen Äußeren steckt robuste und kraftstrotzende Technik. Die 103 bildet den krönenden Abschluss in der Entwicklung von elektrischen Lokomotiven in konventioneller Technik mit sogenannten Einphasenwechselstrom-Reihenschlussmotoren. In Hamburg ist seit jeher die Hälfte des 103-Bestandes beheimatet. Die andere Hälfte ist in Frankfurt am Main zu Hause, obwohl man von Zuhause oder Heimat eigentlich gar nicht sprechen kann. Die 103 kommen als Dauerläufer nur recht selten in die heimische Dienststelle. Einsatzpläne mit über 1000 Kilometer pro Tag lassen die Loks kaum zur Ruhe kommen. Nach Einführung der Interregio-Züge bespannte die 103 auch diese Zuggattungen, so zum Beispiel das BW Hamburg-Eidelstedt, die Interregios nach Göttingen. Die Zugläufe beginnen in Hamburg-Altona und führen über die Nord-Süd-Strecke, Teil der alten Verbindung Hamburg-München. Sie galt, vor Inbetriebnahme der Neubaustrecke, als die bedeutendste Hauptstrecke im DB-Netz. Und so verwundert es nicht, dass die vier ersten 103 hier ihren ersten planmäßigen Dienst hatten. Ab Sommerfahrplan 1966 beforderten die damals als E03 bezeichneten Prototypen täglich das Zugpaar TEE 5556 von München nach Hamburg und zurück. Ausfahrt Hamburg. Seit 1966 haben sich die Strecken deutlich verändert. Ausnahme ist hier die Oberhafenbrücke. Unser Interregio kann heute mit deutlich höheren Geschwindigkeiten nach Hannover fahren. Bei Hamburg-Harburg wird noch ein Güterzug überholt. Dann ist freie Bahn für den Interregio. Die Strecke erlaubt 200 km/h. Hannover war lange Zeit Endpunkt für die 103, die mit Fernzügen aus dem Ruhrgebiet kamen. 1991 erreichten die 103 erstmals Magdeburg. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit zeigte damit den ersten Erfolg auf einer IC-Linie. Heute, am Endpunkt ihrer Karriere, fahren die 103 bis nach Berlin. Wer hätte das 1971 gedacht, als das IC-System eingeführt wurde? Der Name IC oder Intercity ist heute genauso geläufig wie einst der Begriff D-Zug. Nun sind wir auf einer klassischen D-Zugstrecke unterwegs. Von Hannover führt sie entlang des Leinetals über Elze, Kreiensen und Nordheim nach Göttingen. Die vielen Kurven lassen nur noch D-Zug-Tempo zu. Es muss auf- und abgeschaltet werden. Mit der 103 wurde bei der DB auch die Linienzugbeeinflussung, abgekürzt LZB, eingeführt. Die 103 konnte, vom Linienzugleiter gesteuert, automatisch vor HP0 zeigenden Signalen zum Stehen kommen. Das entlastete den Lokführer besonders bei hohen Geschwindigkeiten oder schlechten Sichtverhältnissen. Die LZB hat aber auch ihre Eigenheiten, wie Willi Stratmann, einer der 103-Lokführer der ersten Stunde, zu berichten weiß. Wenn man mit der LZB auf den LZB halt zugefahren ist, so rasant wie dann die Lok auf das haltzeigende Signal zufuhr oder LZB halt zufuhr, das hat kein Lokführer riskiert, also auf keinen Fall. So stramm ging die da drauf zu. Beim Beschleunigen war sie langsamer. Beim Beschleunigen, da konnte man, wenn man manuell angefahren ist, schon schneller anfahren. Das war auf jeden Fall. Das war das am meisten berüchtigte Stück der Nord-Süd-Strecke. Südlich von Fulda wurde die Hufeisenkurve von Elm mit 60 km/h befahren. Auch die weiteren Abschnitte waren kurvenreich. Richtung Süden folgt die Magistrale dem Sinntal bis Gemünden. Mit Fahrplanwechsel Sommer 1988 wurde der IC-Verkehr auf die benachbarte Neubaustrecke gelegt.
Fortan waren auf der alten Intercity-Linie 4, Hamburg-München, nur noch 120 im Einsatz. Die nicht druckertüchtigte 103 durfte planmäßig nicht hier laufen. Nach Eröffnung der Nantenbacher Kurve fahren auch die ICs der Linie 4 von Würzburg bis Gemünden nicht mehr durch das Maintal. Nur im Ausnahmefall befahren 103 die Neubaustrecke. Hier jagt eine Maschine mit einem Leerzug über das riesige Kirchheimer Viadukt Richtung Hannover. Für den Kameramann ist diese seltene Aufnahme Belohnung für Warten in eisiger Kälte.